Yo, was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Ich habe in den Kommentaren jetzt mal die ganzen Spiele angeschaut, die genannt wurden. Und darunter war auch Ark Survival Evolved. Und da ich das Spiel sowieso spiele und mein Charakter gelöscht wurde, weil der Server resettet wurde oder so ein Scheiß. Keine Ahnung. Auf jeden Fall muss ich jetzt neu anfangen und das trifft sich ja sowieso gut. Dann kann ich das auch gleich als Projekt benutzen. Ja, wir stellen uns erstmal kurz unseren Charakter. Also ich werde mir hier jetzt versuchen, einen Slenderman zu machen. Außer das Augenfarbe. Für die, die noch nie Ark gezockt haben. Oh Gott, sieht der Scheiß aus. Ist einfach ein ganz normales Survival-Game. Wie The Forest oder Green Hell. Oder. Keine Ahnung, was es noch gibt. Nur mit Dinos halt. Nur, dass ihr hier überleben müsst, auch bauen müsst und farmen und alles und Holz hacken. Keine Ahnung. Und nur. Der Unterschied zu anderen Games ist einfach nur, dass ihr hier. Dinosaurier zähmen könnt. Fand ich ganz cool. So. Allzumfang, so Slenderman. Slenderman, so. Scheiße. Nee, der muss ja ganz lang sein. Die Hand ganz groß, Armlänge ganz lang, Oberarm 0, da 0. Beinlänge, da, so, hier. Fuß, ja, ganz groß. Also Slenderman sieht zwar jetzt nicht ganz so aus, weil diese hyperdimensionalen Arme hat er zwar nicht, aber was denn geil. Slenderman. So. Wir starten einfach ganz normal in der Südzone einfach. Hier. So. Ich muss schon mal sagen, die Grafik von dem Game ist geil. Das Problem ist bei dem Game, wenn man neu anfängt. Oh Gott, Alter, wie ich aussehe. das Problem ist bei dem Game, egal wo ihr spawnt, da ist schon gebaut. Das heißt, ihr könnt in der Nähe von den Leuten nicht bauen, die hier da gebaut haben. Also ihr müsst immer weiter weggehen. Egal. Das erste, was wir machen, ist uns erstmal eine Spitzhacke bauen. Auch Holz, Stein und Stroh. Holz und Stroh kriegen wir von Bäumen. Wir müssen erstmal mit der Faust natürlich dagegen schlagen, weil wir haben ja sonst nichts. Steine findet man auf dem Boden erstmal. Wir haben ja keine Spitzhacke zum draufschlagen. Und Stroh brauchen wir von Bäumen natürlich immer noch. Dum, 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 dum. Los. Also ob ich noch mehr von Ark hochladen werde, weiß ich nicht. Ich werde erst mal schauen, wie das Game hier kommt. Also wenn ihr noch mehr von Ark sehen wollt, dann einfach unter das Video kommentieren. Mir irgendwie mitteilen, dass es euch gefallen hat oder was weiß ich. Dann kann ich da gerne noch viel mehr hochladen. So, das zweite, was wir machen, ist eine Fackel für die Nacht. Warte, was brauchen wir dafür? Feuersteine und normale Steine. Feuersteine und normale Steine kriegt ihr einfach von diesen Felsen hier. Ich habe gerade gekackt. Geil. Wo ist mein Haufen? Normalerweise sieht man nicht den Scheißhaufen, den immer kackt. Egal. Also wie ihr seht, Feuersteine und normale Steine kriegt ihr von diesen Felsen hier und Metall könnt ihr bei manchen Felsen auch rausfarmen, aber dafür braucht ihr extra so, glaube ich, Metallgesteine. Egal, erstmal eine Fackel ballern. Wenn wir die erstellt haben, leveln wir hier auch einmal hoch. So, das tun wir einmal auf Gesundheit. Dann brauchen wir auf jeden Fall ein Lagerfeuer. Machen wir noch 3 Punkte auf Steinaxt. Der Steinaxt brauchen wir Stroh. Also, Bäume, 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 Bäume.
Also ich werde erstmal versuchen, hier kurz mein Zeug zu farmen und ein bisschen zu leveln, dass ich eine Hose und so eine Scheiße habe. So. Es ist natürlich schade, dass ich es neu anfangen musste. Ich wollte eigentlich meinen Level 40 Charakter, muss ich euch einfach mal zeigen und von da weitermachen. Aber an sich ist es auch gut für euch, da bin ich neu anfangen. Für die Leute, die noch dieses Game noch gar nicht gezockt haben. Das ist auch eine gute Hilfe. Okay, was brauche ich? Stein. Stopp, das will ich nicht. Oh, fuck you, Alter. Da habe ich zwei davon, egal. Wieso zum Teufel? Also mit der Spitzhacke kriegt man mehr Feuerstein, mit der Axt kriegt man mehr normale Steine. Habe ich jetzt meine Erfahrungen mitgemacht? Also man kriegt trotzdem Feuersteine, aber mehr normale Steine. So. Also ich erstelle hier einfach die ganze Zeit auch erstmal was, damit ich mein XP kriege, weil ich brauche... ich muss Level 4 werden, dass ich mir ein Haus bauen kann. Also unser erstes Ziel ist erstmal, uns ein Lager aufzubauen. Das heißt, wir erstellen hier einfach mal ein paar Sachen, damit wir XP kriegen. Währenddessen fahren wir hier weiter, weil es wird Nacht, ich brauche unbedingt Feuer. Also ein Lagerfeuer. Und ich brauche Essen, ich brauche Essen. Habe ich nicht vergessen. Am Anfang habe ich die Schwierigkeit mit Essen. Deshalb geht einfach auf diese Pflanzen und sammelt da eure Beeren. Mit den Beeren werdet ihr am Anfang eigentlich gut überleben. Außer diesen Narkobeeren, die dürft ihr nicht essen. Die geben euch, die machen euch schläfrig. Ihr unten habt ihr ja Benommenheit. Und ab einer bestimmten Zahl, also wenn ihr davon eine isst, ich mach mal da einmal. Das hier geht hoch. Und ab einer bestimmten Zahl werdet ihr dann einfach bewusstlos. Und dann müsst ihr warten, bis ihr wieder aufwacht. Diese hier würde ich auch nicht essen. Die machen euch richtig durstig. Deshalb, am Anfang brauchen wir die nicht. Die werfen wir direkt auch wieder weg, bevor ich sie aus Versehen esse. Ich Idiot. Habe ich nämlich schon aufgemacht. Da habe ich die Narkobeeren gegessen und dann bin ich bewusstlos geworden. Und die Viecher haben mir die Seele aus dem Leib vergewaltigt. So, Nahrung haben wir hier schon echt wenig gerade. Okay, ich brauche Hose, T-Shirt. Okay, machen wir uns auch gleich. So, Nahrung ist gerade bei 20 und ihr seht auch, das geht runter, deswegen müssen wir voll fressen. Ich habe gerade Narkobären gegessen, ich Vollidiot. Okay. Jetzt musste ich diese Stimmbeeren essen, die euch ja eigentlich durstig machen, weil die zu diesen Narkobären entgegenwirken. Dann werdet ihr nicht bewusstlos, also wenn ihr diese, warte, wenn ich diese Stimmbären nochmal habe, dann kann ich es euch zeigen. Muss erstmal kurz ein paar Beeren sammeln, damit ich hier nicht verrecke. Oh, hier höre ich doch ein Dino, Alter. Naja, der, okay. Das ist ein Pflanzenfresser, deswegen macht er euch auch nichts. Von einem T-Rex müsst ihr aufpassen, dieser Hurensohn. Das hat mich schon 100-mal gekillt, Alter. Also gut, wir haben genug Bären. Also. Die schmeißen wir raus. Die fressen wir. So. Okay, mir ist kalt. Wir haben ja noch nicht umsonst eine Fackel. So. Und mir ist trotzdem kalt, alles klar. Luft. Sieht das nicht geil aus? Und den kann man später einfach zähmen. Ist das nicht geil, Alter? Okay. Ich brauche also ein T-Shirt, eine Hose. Dafür braucht man Fasern. Die kann man ja auch einfach von diesen Pflanzen sammeln. Die ziehen wir direkt mal an. Hose auch. Für die Schuhe brauche ich Leder. Leder kriegt ihr von irgendwelchen Dinos, die ihr killt. Davon kriegt ihr dann Leder. Das ist am Anfang ein bisschen schwer.
Da achte ich erst gar nicht drauf. Und so unser Ziel ist erstmal ein Lager aufzubauen. Hallo, gib doch her. So, jetzt habe ich auf jeden Fall genug Beeren. Diese Schildkröte greift euch nicht an, wenn ihr sie nicht angreift. Also da habt ihr Glück. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich hingehen soll, ehrlich gesagt. Oh, da ist Dodo. Den kill ich auf jeden Fall. Oh, den kill ich safe. Ja, Dodo. Ja, also. Der Dodo gibt euch Leder und rohes Fleisch. Das braucht ihr zum Essen. Und Dings. Hier, eure Schuhe herstellen. Das können wir gleich mal machen. Hallo? Der Server leckt. Ich hasse es, wenn der Server leckt. Ja, der ist wahrscheinlich gerade zweimal her. So, jetzt. Perfekt, da können wir schon mal unsere Schuhe anziehen. Nahrung ist eigentlich ganz okay. Ich werde hier jetzt ein Lagerfeuer erstmal machen, weil mein Fleisch... Und ich kann hier kein Lagerfeuer machen, weil... hier andere Leute gebaut haben. Perfekte Scheiße. Okay, wir müssen weiter. Ich renne mal hier ganz kurz. Packen die Map. Ich gehe da lang. Blöd ist, durch Wasser zu schwimmen ist scheiße, weil ihr danach gleich erfriert. Und irgendwelche Piranhas da warten. Gott, sieht der... Alter, guck mal, wie lang der ist, der Typ. Den Piranhas im Wasser aus dem Weg gehen am besten. Die ficken einen auch gleich in den Arsch. Und die folgen mir schon. Na, ich muss es nur bis zur anderen Ufer schaffen. Aber das Spiel ist an sich schon so geil. Man kann so viel bauen. Man kann so hoch bauen. Oh Gott, ist schon der Piranha, Alter. Nein, ich will nicht sterben, ich will nicht sterben. Komm schon, renn, Bruder, renn! So, okay, schnell die Beeren essen. Beeren, Beeren, Beeren. Werfen. Okay, Lagerfeuer. Kann ich irgendwo Lagerfeuer machen? Ich kann jetzt gerade nicht rennen, weil ich meine... mein Bein gebrochen habe oder so ein Scheiß. Abschauen, Lagerfeuer. Irgendwo hier, mein Gott, Alter. Kann ich nicht, kann ich nicht. Ja, Dodo, ich weiß, ich weiß. Alter, ich will nicht sterben, Mann. Slenderman, du musst überleben. Ich bin gestorben. Ja. Okay. Geil. Das ist halt das, die Leute. Am Anfang, ihr dürft euch nicht demotivieren lassen, dass es passiert einfach. Wenn wir Glück haben, finden wir unseren Charakter wieder und können unsere, unser Zeug wieder kriegen. Ich war... Ja, ich bin da drüben irgendwo gestorben, gell? Ja, Leute, wir haben es wieder geschafft, zu unserem Charakter zu finden. Ein Glück. Ich habe ungefähr 5 Versuche gebraucht, weil ich auf dem Weg immer gekillt wurde. Wenn ihr sterbt, dann habt ihr euer Zeug nicht verloren. Ihr müsst nur diesem grünen Licht folgen. Dann habt ihr nämlich den ganzen Loot von eurem Charakter. Kriegt ihr dann nämlich dort wieder. Ah, Alter, wir haben Glück gehabt, wir haben Glück gehabt. Das hier müsst ihr euch auch nehmen. Nicht vergessen. Perfekt, dann haben wir jetzt alles wieder. Okay. Ich kann immer noch kein Lagerfeuer machen. Okay, 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 okay. Alter, seht euch das an. Ist das nicht geil? Okay, jetzt suchen wir uns erstmal ein schönes Plätzchen.
wo wir den bauen könnten. Auf dem Weg einfach immer wieder diese Beeren sammeln. Wer braucht das? Braucht Nahrung. Sonst sterbe ich. Da, 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 da. So, ich habe nämlich schon da oben einen Platz ausgesucht, wo ich das machen will. Oh. Ich brauche Nahrung. Ich brauche Nahrung. Das ist verdorbenes Fleisch, aber Fleisch verdirbt irgendwann. Also die hat ja die Verfallszeit hier von 9 Minuten 34 gerade. Das heißt, ihr müsst das Fleisch so schnell es geht essen. Sonst verdirbt euch das. Okay. Ach, da hat auch schon einer gebaut. Eieiei, hier ist überall was gebaut. Ja, wir müssen uns einen Platz suchen, wo noch nichts gebaut ist. Was ist denn das? Ist da ein Pool? Lol. So. Wie sieht's denn hier oben aus? Also. Ja, also, hier kann ich doch. Klasse. Geht doch. Schöne Aussicht hier. Okay. Und ich muss hier. Also, unser Lagerfeuer setzen wir hier hin. Wir brauchen jetzt alles, was ihr baut, da könnt ihr im PIN-Code festlegen, damit das keiner sonst benutzen kann. Was ist für einer? Mit deinem Fleisch, ich brauche sie. Alter, rückst du mal her mit der Scheiße? Ja. Okay. Oh Mann, ich dachte schon, der greift mich an. Also. Wir legen jetzt unser rohes Fleisch da rein, ein bisschen Holz und dann tun wir das Feuer entzünden und dann können wir. Warten wir einfach, bis das Fleisch gegrillt ist, dann können wir es essen. Derweil gucken wir, was wir hier. Ich brauche ein Fundament, ich brauche Seitenwände. Rotür brauche ich auch. Ein Dach brauche ich auch. Oh, noch ein Dach. Okay, was brauche ich denn dafür? Holz und Stroh. Das heißt, wir müssen Holz hacken, Leute. Holz, Holz, Holz. Während mein Fleisch da gegrillt wird, ist hier noch ein bisschen Beeren hier. Wie ihr seht, meine Nahrung ist schon am Arsch. Muss ganz schnell kurz mir ein Haus bauen. Moment, ist hier. Muss mal kurz was checken. Was brauche ich? Holz und Stroh. Wenn ich hier bauen kann, neben in den Wald, das wäre für mich noch besser. Oh, diese Kackviecher. Verpiss dich, du Hundeficker, Alter. Ich will nicht sterben. Es folgt mir. Und oh Gott, ich muss zu meinem Lagerfeuer. Sterbe ich hier. Oh, ich hab's gekillt. Cool. Ah, ne, ich sterbe gerade. Mein Lagerfeuer. Ich brauche Essen. Sonst. Fuck. Will ich nochmal sterben? Oh, Leute, das hier ist die Hölle. Hier will einfach alles töten. Jeder will dich töten. Die Schneefliege, die will dich töten. So. Alter, erstmal ein bisschen Fleisch essen. Geil. Nam, 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 nam. So. Okay.
Wir brauchen aber bald wieder Wasser. Ja, ich drohe zu verdursten. Was ihr an sowas machen könnt, ist Beeren essen. Die geben euch ein bisschen Wasser. Dann haltet ihr es noch ein bisschen aus. Aber nicht zu lange, ihr müsst da unbedingt Wasser trinken, sonst geht's nicht. Der Server laggt mal wieder. Okay. Oh, what the fuck, was war das für ein Lag? Ja, also ich brauche noch ein paar Beeren, außer die da, bis euch. Also ich brauche kurz mal ein bisschen Holz. Ja, ich weiß, du verdrusten, Bruder. Ich weiß, du leidest. So, ich will jetzt nämlich wissen, ob ich hier ein Lagerfeuer machen kann. Wenn ja, wäre das perfekt, nämlich. Ja. Das heißt. Wir bauen. Also ich mache hier mal mein Lagerfeuer hin. Ich sehe. Eis weiß. Generell. So, dem hier gleich noch einen Pincode verpassen. Okay, wir müssen wieder runter. Und was trinken und wiederkommen. Sonst verrecke ich hier. Oh, das war knapp. Fast hätte ich mir die Beine gebrochen. Und ich habe mir mein Bein gebrochen. Einfach zu essen. Ach ja, Junge. Ja, ich weiß, Bruder, ich weiß. Weißt du, leid ist. Es tut mir leid. So. Wasser trinken. Barbieren essen. Aus Versehen davon gegessen. Das will ich eigentlich nicht. Das, was hier runterkommt, das sind immer so Items. Und irgendwelche Dungeon-Boss. Dinger, Papiere, womit ihr die Bosse bekämpfen könnt, damit die spawnen oder sowas. Also so Spawn-Tickets für die Bosse hier drin. Aber das braucht ihr erst, wenn ihr Level 80 seid oder so, glaube ich. Friss, Bruder, friss. Die Folge ist schon auch schon fast vorbei. Also wir bauen uns schnell noch unser Haus. Damit wir irgendwas schlafen können. Und uns keiner ficken kann, während wir pennen. So, wo habe ich denn mein Lagerfeuer hin? Irgendwo hier, oder? Dachte ich, nee, da hinten, da. Glaube ich, oder? Hä? Ah, hier, okay. So. Wir tun erstmal hier jetzt unser Fundament herstellen. Davon brauchen wir kurz ein paar. Brauche ich noch Stroh. Habe ich noch Beeren zu essen? Stopf dir die Scheiße rein, Alter. Ob's giftig ist oder nicht, juckt eh nicht.
Unser Slenderman ist badass. Den juckt das nicht. Guckt euch den an. Zack, Digga. Wie der aussieht, Alter. Den juckt es nicht, ob das hier giftig ist oder nicht. Der ist ein harter Mann. Okay. Wir sind anscheinend überladen. Ja, das liegt daran, dass wir hier... dieses schwere Fundament haben. So, das bauen wir mal hier hin, so. Ich brauche Stroh. So, diese Ansicht gefällt mir irgendwie besser, weil der Typ aussieht wie Scheiße. So, unnormal ekelhaft lange Arme mit riesen Händen, Alter. Ich denke Hulk. Okay, machen wir uns nochmal zwei. Machen wir uns Seitenwände. Brauchen wir... Wie viel brauche ich davon eigentlich? Dahin, mach mal dahin. Seitenwand so. So, was brauche ich? Stroh. Ah, ich möchte der Stroh. So, noch hier ein bisschen. Noch hier ein bisschen. Wir müssen auch immer wieder auf unsere Energie aufpassen. Also da unten rechts ist ja so ein Blitzzeichen. Da müssen wir aufpassen, dass es, wenn es runtergeht, ein bisschen chillen, dass es wieder hochgeht. Das sorgt auch dafür, dass halt eure Nahrung runtergeht, wenn ihr eure Ausdauer wieder hoch machen wollt. Also jetzt, ihr haut die ganze Zeit hier diese auf die Bäume, da geht eure Ausdauer runter und wenn ihr wieder chillt, geht die wieder hoch, aber eure Nahrung geht runter. Bleibt da einmal das hier im Auge behalten. Hier noch ein paar Wände machen, wir brauchen noch zwei, vier. So. Ah, oh, eine Tür wäre eigentlich auch nicht schlecht. Tür. So, hier Strohtür. Das da. Strohtür. Dahin. Hier machen wir dahin. Okay. Darf ich hier wieder zumachen, oder? Jetzt brauche ich noch eine Wand hier. So. Machen wir uns noch vier Dächer. Was ist ein Dach? Strohdach, jawohl. Ich brauche Stroh. So, der Tür geben wir auch noch ein Passwort. So, PIN-Code. Wer einer von euch? Geht auf den Server und fickt mein Haus, weil er meinen Code kennt, Alter. Okay, die ist kaputt, muss man reparieren. Zur Reparatur braucht ihr einfach immer das gleiche Zeug, was ihr benötigt, auch um das herzustellen. Um die Spitzhacke herzustellen. So. Da machen wir nochmal einen Punkt da drauf. Ich sehe meine Tür, Alter. Du verfickte Kacktür. An sich wollte ich... Ah, ich werde noch höher bauen, aber da die Folge zu Ende ist, belassen wir es einfach mal dabei.
Wir machen das jetzt einfach hier. Weißt du? Fertig ist unser Haus. Easy. Haben wir uns noch einen Schlafsack? Schlafsack, Schlafsack. Schlafsack. Bei Level 7 machen wir so einen Lederschlafsack. Obwohl, naja, ich kann auch auf dem Boden einfach schlafen. Deshalb brauche ich nicht dafür. Ich brauche erstmal das da. Und Wasserschlauch brauche ich auch. Und so eine Kiste brauche ich dann auch. Und Speer brauche ich auch. Ja, Leute. Wir haben unser erstes Haus gebaut. Sind 15 Mal gestorben gefühlt. Hat so ein Survival Game, glaube ich, an sich. Unser Slenderman. Er ist zu groß für das. Zu groß für mein Haus. Alles klar, Leute. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann gebt mir ein kleines Feedback bitte, ob euch das Video gefallen hat. Wenn euch das gefallen hat, dann gibt es natürlich viel mehr. Dann bauen wir uns hier das Haus viel weiter hoch und zähmen auch unser Dino. Unser erstes und reiten damit. Ja. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.